Hallo Slaps, willkommen zurück zu Stardew Valley. Hallo Familie. Hallo Glenn. Hallo Emily. Ich werde heute ein wenig Zeit mit dem Papagei verbringen. Das ist schön. Ich werde gerade ein bisschen was schneidern. Was kommt denn hierbei raus? Ah ne, da will ich erst gucken, ob wir den geben können bei Gunther. Aber ich glaube nicht, da müsste hier unten stehen. Gunther kann dir mehr erzählen. Was haben wir eigentlich bekommen? T-Shirt! Schwarz, nice. Ah, das ist ganz cool, so ein einfarbiges schwarzes Shirt. Sonst haben wir nur das mit dem Schädel vorne drauf von den Piraten. Aber das gefällt mir ganz gut. Das Blaue gefällt mir besser. Aber schwarzes T-Shirt ist immer einfach zur Hand haben. Trage ich privat quasi nur. Hallo Luzi. Nein, nein, nicht den Teppich weg. So. Okay, wir gucken heute ein bisschen auf dem Hof. Ich glaube, heute Abend ist genau das Mondlichtquallenfest um 22 Uhr am Strand. Darauf freue ich mich, das mag ich mal total gerne. Das dürfte mein Lieblingsfest sein in Stardew Valley. Ich mag ansonsten noch ansonsten mag ich noch total gerne den Blumentanz, der gefällt mir immer ganz gut. Aber Mondlichtquallenfest, das ist immer noch mal ein bisschen, das ist noch mal schöner. Hier sind wir vorbereitet für den Herbst. Perfekt. Dann gucken wir mal schnell nach den Tieren. Hallo ihr alle. Super. Ah, mega cool auch. Ich habe hier jetzt endlich auch geschafft, die Hoftour zu machen. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich glaube, es war an manchen Stellen ein bisschen stressig, weil ich musste mich super beeilen. Ich wollte alles zeigen, solange es hell ist im Spiel. Und ich habe vergessen vorher, wie viel wir schon gemacht haben. Wie viel wir einfach schon gebaut haben. Ich hätte fast das Mäusecafé vergessen. Das hat mich so richtig geärgert. Und ich so, was muss ich machen? Mäusecafé, oh Gott, da muss ich auch noch runter. Oder was heißt, muss, will ich runter? Ach ja, aber das ist einfach... Ich glaube, es war an ein, zwei Stellen ein bisschen stressig, die Hoftour. Rohes Ei mit Schale essen. Aber mir hat sehr viel Spaß gemacht. Wer es noch nicht gesehen hat, am Ende werde ich es nochmal verlinken. Wer Interesse hat, kann ja kurz reinschalten. Würde ich mich freuen. Aber die war cool, die Hoftour. Also für mich. Ich hatte Spaß daran. Okay. Dann gucken wir mal nach den Schleimen. Hier ist eine Platte weg. Ich freue mich auch echt auf die goldene Uhr. Dauert zwar noch ewig, bis wir die haben. Aber ist, glaube ich, ganz stark, wenn die ganzen Gewitterstürme nichts mehr zerstören können. Oder Unkraut. Das ist schon ganz praktisch. Okay, jetzt machen wir hier gerade... Nein, nicht angeln. Warum kann ich hier denn nicht dran? Haben wir hier noch mehr Schleim? Ah, cool, reicht. Dann können wir zwei Eier machen. Cool. Die können wir verkaufen, glaube ich. Die haben wir auch schon. Okay. Tschüss, Schleime. Dann verkaufen wir den Kram schnell. Und dann war der Plan, tatsächlich mal wieder ein bisschen Holz zu sammeln, dass wir das Lagerhaus vergrößern können. So, ich hoffe, ich habe da jetzt keinen Fehler gemacht, die alle zu verkaufen. Das würde mich sehr ärgern. Ah, ich weiß noch, was ich vergessen habe. Ich muss eine neue Wolle in die... Spindel machen. Damit ich heute Abend wieder was schneidern kann oder morgen früh. Zack, rein mit dir. Dann machen wir einen kurzen Ausflug zu Gunther. Ich gucke, ob wir das Barit jetzt schon kennen oder nicht. Da bin ich mir nämlich gerade echt unsicher. Und dann gehen wir ein bisschen Holz sammeln. Ich hätte auch die ganzen Geoden mit zu blind nehmen können noch, die noch über sind. Na gut, andermal. Einmal eine bequeme Sitzposition einnehmen. Jody, wie viele Herzen habe ich mit dir? Volle Herzen. Stark.
Wir haben schon echt viele Herzen mit den verschiedenen Dorfbewohnern. Das ist cool. Das finde ich echt klasse. Mit Leo will ich unbedingt noch ein paar mehr Herzen haben. Aber ich kann jetzt nicht auf die Insel, weil die da, glaube ich, unten alles vorbereiten. Sieht nicht so aus, als hättest du irgendetwas, das du dem Museum spenden kannst. Schade, aber dann können wir den irgendwie loswerden. Ich wollte auch eigentlich nach und nach mal die ganzen Bücher hier wieder lesen. Das ist ein Buch von Mani. Tiere sind sehr empfindlich, sie mögen es, jeden Tag gestreichelt zu werden und mögen das Gras draußen mehr als trockenes Heu. Sie mögen es aber nicht, im Regen zu stehen. Glückliche Tiere produzieren höherwertige Erzeugnisse. Das weiß ich. Ich finde es so ein bisschen schwierig, dass hier Nahrungssuche. Sammelexperten kennen auch die geheime Kultiviermethode, um wilde Pflanzen auf dem Hof anzubauen. Ist das nicht fantastisch? Frag mich, ob es hier so ein bisschen... Ah ja! Ob ich neue Infos hier noch rausbekomme. Excordi, das kennen wir jetzt schon. Notiz von Gunther. Wow, diese Bibliothek ist dank deiner Hilfe echt klasse geworden. Vielen, vielen Dank. Gerne. Der Fischer Akt 1. Technologiebericht. Die Blaupausen für eine fortschrittliche Maschine Kristallarium. Die haben wir doch auch schon. Okay. Wir lesen mal das Regal. Der Purpurfisch lebt im Sommer in den warmen Wassern des Ozeans. Er wurde am östlichen Ende des Strands gesichtet. Den haben wir aber schon geangelt, oder? Ja, den haben wir schon geangelt. Anglerfisch, Zundersaftwald. Ja, Kanalisation lebt, den haben wir auch schon gefangen. Die Legende haben wir auch gefangen. Wir haben alle... Haben wir den Gletscherfisch? Ich glaube, den haben wir noch nicht. Habe etwas Merkwürdiges im Tunnel auf dem Weg aus Pelikan gefunden. Dort ist eine kleine Tür, verborgen in der Dunkelheit, konnte sie aber nicht öffnen. Das haben wir auch gemacht. Geschichte des Gotoro-Imperiums. Reisen über den Edelsteinsee. Ne, das haben wir, glaube ich, auch alles gelesen. Hier oben, das lesen wir das nächste Mal. Wir müssen jetzt nicht die ganze Bibliothek durchstöbern. Ja, aber da waren jetzt erstmal keine neuen Informationen. Ich bin mir gerade unsicher, ob wir den Gletscherfisch geangelt haben. Das muss ich gerade mal schauen. Superseegurke. Schattenlachs. Purpurfisch, doch, den haben wir. Legende. Anglerfisch, ich glaube. Die beiden fehlen uns noch. Den Purpurfisch gab es im Sommer. Dann gucken wir. Was ist das hier denn für einer? Dieser Aal. Das müsste doch auch irgendein seltener Fisch sein. Hier ist der Mutantenkarpfen. Aal. Da bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Mal schauen. Louis geht schon zum Mondlichtquallenfest. Dann gehen wir mal ein bisschen Holz sammeln. Und gehen dann zum Mondlichtquallenfest. Hallo Lea. Kann ich dir noch was schenken? Weil wir haben, glaube ich, auch noch nicht so viele Herzen. Schock, wow, danke dir. Shane ist oft nicht da und Tante Mani ist immer beschäftigt. Also muss ich meine eigenen Spiele erfinden. Cool, hi Slurp. Tierbedarf, gibt's noch irgendwas hier? Ach, ich mag so Tage, wo man einfach mal ein bisschen durch die Gegend schlendert. Und so schaut, was man alles noch nicht gesehen hat, was man wieder vergessen hat. Das finde ich immer super. Und einfach ohne Ziel irgendwo hinschlendern. Oh, da kamen ganz viele Schmetterlinge raus. Okay. Tschüss, Baum. Tut mir leid. Aber ich brauche Holz. Damit wir Aquarien ausstellen können. Komm her. Ein bisschen Heu.
Ein bisschen Stein. Oh, wir hätten auch den Steinbruch mal wieder pflegen können. Das wäre auch noch sowas, was mal wieder anstehen würde. Und jetzt erstmal ein bisschen Holz, damit wir da auf der sicheren Seite sind. Ich habe das Gefühl, ich bin die letzten Folgen ständig irgendwie dabei, den ganzen Tag lang immer Holz zu sammeln. Aber ich glaube, bald haben wir so viel. Ja, da brauchen wir gar nicht mehr viel Holz, weil wir die meisten Gebäude schon gebaut haben. Und dann ist das, glaube ich, alles ein bisschen entspannter. Sprach er und musste in zwei Folgen wieder 2000 Holz sammeln für irgendeine Aktion. Ich habe mich entschieden, jetzt doch noch viel mehr Holzböden zu verlegen. Na gut. Und ich will jetzt nicht alle Bäume hier fällen, sondern immer nur ein paar nach und nach. Du kannst zum Beispiel stehen bleiben. Ich kann nicht fällen. Der echte Naturfreund würde nur die runtergefallenen Äste einsammeln und die Bäume stehen lassen. Aber das dauert noch ewig bis zum Fest. Aber wir könnten aber nochmal bei der Kutschenfrau vorbeischauen. Und wir können auch nochmal hinten die Hartholzbäume fällen. Wenn wir gerade schon hier in der Ecke sind. Was verkaufst du denn? Qualitätssprinkler, Tulpe, Seeigel, Lauch. Lauch können wir für George einen mitnehmen, perfekt. Löwenzahn, Pfifferling, Kartoffel, Kirschensetzling, Narzisse, grüner Sessel, seltene Saat. Brauche ich alles nicht. Danke. Und der Lauch ist cool für George. Was ist eigentlich für ein geiler Weg hier? Oh Gott, das ist so ein sinnloser Running Gag. Der ist so sinnfrei, aber so sind Running Gags. So sind Running Gags. Ach ja, die verschiedenen Formen des Humors sind ja auch immer ein spannendes Thema. Warum ist ein Running Gag witzig? Nicht, weil der Witz witzig ist, sondern weil man ihn gemeinsam erlebt. Ich glaube, das ist der Hintergrund eines Running Gags. Dieses gemeinsame Erleben und immer wieder an den sinnfreisten Stellen zum Besten geben. Für Außenstehende absolut nicht nachvollziehbar, weil es nichts nachzuvollziehen gibt, wenn man es nicht erlebt hat. Die Wissenschaft des Witzes. Die Witzenschaft. Gott. Die Witzenschaft behauptet nämlich, der Witz ist die Quelle aller Inspiration. Ah, bitte nicht allzu sehr zuhören. Wird nicht besser. Wir machen hier gerade ein paar Trittsteinpfeile, damit wir die noch den kaputten Weg reparieren können. Super. Hier noch. Da kommt was hin. Denn dieser geile Weg ist auch mittlerweile ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Wie machen wir das denn hier unten? Ich will das hier eigentlich auch nochmal überarbeiten, damit sich dieses Mosaik so ein bisschen weiter durchzieht. Und dazu kann ich dann das hier noch abreißen. Ich habe eh nur noch einen. Ah, schon besser. Weil das ist so ein krasser, unnötiger Stilbruch. Dann können wir das so noch ein bisschen haben. Was ich hierhin mache, weiß ich auch noch nicht. Das ist jetzt auch noch gerade so eine... Ich meine, das Gras ist cool, gar keine Frage. Aber hier kann irgendwas Schönes noch hin. Wenn ihr eine Idee habt, lasst es mich doch bitte wissen. Dann kann ich mich darum kümmern nach und nach. Und dann wäre das super. Schön, dass die Bäume hier auch alle gewachsen sind. Wir machen hier ganz kurz ein bisschen Ordnung. Hier kommen die Batterien noch rein. Hier kann das Holz rein. Das brauche ich jetzt nämlich eh noch nicht, weil die Robin erst den Brunnen bauen muss. Dann haben wir hier noch ein bisschen
Entspannung, bevor wir wieder Robin zur Arbeit schicken. Die Geode kann ich aufbrechen gerade. Die kann ich wegbringen. Die Saat. Ich habe hier noch so viel Saat. Ich hätte wahrscheinlich wirklich nichts kaufen müssen für den Herbst. Aber lieber haben als brauchen. Nein. Du kannst hier rein. Vielleicht sollten wir noch ein, zwei Kristallarien mehr bauen für andere Sachen, wie zum Beispiel Jade nochmal. Aber ich weiß jetzt noch nicht, wo wir die hinstellen sollen. Die Böden nehme ich mal mit. Das stört jetzt gerade nicht. Hier hatte ich die Erze drin. Cool. Dann ist mal wieder ein bisschen Ordnung hier in meinem Inventar. Und wir laufen mal langsam Richtung Strand. Und genießen die Mondlichtquallen. Ah, die Bushaltestelle mag ich auch total gerne. Dieser Baum verdeckt so ein bisschen die Snackautomaten, aber es wirkt trotzdem natürlich. Ich fand das immer so schön, wenn... Einen Moment. Besser. Ich fand das immer so schön, wenn Bob Ross, der großartige Maler, seine Bilder gemalt hat und dann malte er eine super schöne Berglandschaft mit einer Wäldern und eine coole Blockhütte. Und ich war entsetzt, wenn er dann immer als letztes noch irgendwie einen riesengroßen Felsen oder einen riesengroßen Baum in den Vordergrund gemalt hat und quasi die Hälfte des restlichen Waldes, der Berge, der Blockhütte verdeckt hat. Und ich mir nur gedacht habe, warum zerstörst du dieses Bild, was soll das? Und dann malt er den Baum fertig und es sieht großartig aus. Und ich denke mir, genau das war notwendig, damit das Bild noch viel besser wird. So, aber würde ich mich niemals trauen. Würde ich mich niemals trauen, wenn ich so ein Bild gemalt habe, dann einfach, ja, und jetzt verdecken wir irgendwie 70% des Bildes mit noch einem Baum. Nein, könnte ich nicht. Ich erinnere mich daran, wie ich als junges Mädchen diese Quallen schon einmal gesehen habe. Oh, wie ich mich über ihre Ankunft gefreut habe. Was? Warum schaust du mich so an? Denkst du, ich bin zu alt, um so etwas zu genießen? Nein. Nun, der Sommer ist vorbei. Um ehrlich zu sein, ich werde keine einzige dieser lästigen Mücken vermissen. Ah, die kleinen Dinge. Es sind immer die kleinen Dinge. Schön. Das ist eine ganz schön große Menschenmasse für eine alte Anlegestelle wie diese. Ich bleibe lieber hier drüben in der Nähe des Strandes. Ich kann nicht glauben, dass der Sommer vorbei ist. Mir kommt es so vor, als hätte er gerade erst begonnen. Ich habe auch das Gefühl, dass der Sommer in diesem Jahr echt schnell vorbeiging. Also im Spiel. In echt sind wir ja gerade mittendrin. Ich hätte meine Kamera mitbringen sollen. Ich vergesse jedes Mal. Irgendwie ging das total flott. Ich glaube, das liegt tatsächlich an den Junimoos. Dadurch gehen die Jahreszeiten irgendwie anders vorbei, weil man nicht mehr so beschäftigt ist. Oder ich nicht mehr so beschäftigt bin mit den Ernten die ganze Zeit und der Frucht des Ackers. Das Leben ist für eine Qualle so einfach, sich einfach für immer von den Wellen tragen lassen. Ja, das Lebensgefühl ist schon schön. Wenn man das ein bisschen verstärken könnte in vielen Menschen, wäre, glaube ich, sehr viel mehr Ruhe. Raus aus diesem ganzen Stress des Alltags. Ich frage mich, wie die schmecken, die Mondlichtquallen. Ich würde es natürlich nie versuchen. Komm, wir gehen mal. Ich mag jetzt den Mondlichtquallentanz. Wir reden mal mit Shane. Die Quallen waren vor einem Jahr hier und nächstes Jahr werden sie es wieder sein. Die Natur ist echt beeindruckend. Das ist sie. Und meiner Frau sage ich nochmal Hallo. Lass deinen Blick über diese endlose See schweifen. Tief unter der Wasseroberfläche existieren alle möglichen Lebensformen. Unheimlich, nicht? Wie heißt es? Thalassophobia? Ich glaube, so heißt die Angst. Die Angst vor den tiefen Gewässern, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Die meisten Nachtfische hätten Angst vor Licht. Diese hier sind eine seltene Ausnahme. Guten Abend, Slurp. Die Mondlichtquallen sind nahe. Ich habe schon eine in der Ferne leuchten sehen. Sobald wir das Kerzenboot losschicken, kommen sie zur Anlegestelle und sagen Hallo. Ja, ich will das Boot losschicken. Ja. Los geht's.
Ah, schön, wie ich bei meiner Frau stehe. Wird man die Maus beiseite schieben, dann werden wir das ein bisschen genießen. Ich bin da jedes Mal am Grinsen. Ich finde das so schön gemacht einfach. Es ist so einfach, so entspannend, wirklich sich einfach auf den Wassern treiben zu lassen. Das Leuchten des Sommers ist jetzt verblasst und die Mondlichtquallen führen ihren Weg in das weite Unbekannte fort. Wunderschön, mag ich immer total gerne. Okay, wir gehen ins Bett und ich muss direkt sagen, ich habe heute leider nur Zeit für diesen einen Tag. Aber morgen starten wir dann in den Herbst und werden die Felder neu bestellen und schauen, was sonst noch so anliegt. Schleime sind echt cool. Ein violetter Schleim bringt 5000 Gold. Nicht schlecht. Der Schleimstall, der lohnt sich. Vielen Dank nochmal für den Hinweis. Hätte ich niemals gedacht. 5000 Gold ist eine ganze Menge. Cool. Erster Tag im Herbst. Ja, 4. Ja, Folge ist schon vorbei. Leider habe ich heute nicht mehr Zeit. Aber vielen Dank euch fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Freue mich immer, wenn ihr dabei seid. Lasst einen Daumen hoch da, das würde mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.